Wenn ich euch den Begriff Glasfaser hinwerfe, was kommt euch dann in den Kopf? Vielleicht so Dinge wie lange Strecken, hohe Geschwindigkeiten, dünne Fasern, Laser. Aber woher kommt das Ganze eigentlich und warum wird dieses Thema jetzt so wichtig? Das zeigen wir euch in diesem Video. Die Glasfasertechnik treibt sich schon seit einiger Zeit in der Welt herum. Während diese Technik bereits seit Ewigkeiten in den Backbones der Welt verwendet wird, pirscht sich die Glasfasertechnik jetzt langsam aber sicher bis in die Privathaushalte. Bereits in den 90er Jahren hat die Telekom die ersten Glasfaser-Ortsnetze namens Opal 93 in Deutschland aufgebaut, welche 1993 in Betrieb genommen wurden. Nun wird der FTTX-Ausbau auch in Deutschland mit Hochdruck vorangetrieben, weswegen Glasfaser für uns als Konsumenten auch immer interessanter wird. Wie wir vermutlich alle wissen, ist der Breitbandausbau in Deutschland ein bisher eher leidiges Thema. Bisher war es in vielen Teilen Deutschlands, vor allem im ländlichen Raum, sehr schwierig, hohe Bandbreiten zur Verfügung zu stellen, da die Infrastruktur dafür einfach nicht gebaut war. Die meisten Strecken wurden mit zum Teil uralten Kupferleitungen gebaut, welche noch aus dem ISDN-Zeitalter kommen. Um aber den Breitbandausbau in Deutschland mit einer einheitlichen Strategie voranzutreiben, hat die Bundesnetzagentur 2017 die FTTH-B-Ausbaukonsultation ins Leben gerufen. In dieser wurde festgelegt, wie ein beschleunigter Glasfasernetzausbau regulatorisch unterstützt werden kann, damit ganz Deutschland bis 2025 mit leistungsfähigen Glasfasernetzen ausgestattet werden kann. Hier haben sich nahezu alle der großen Anbieter Deutschlands zusammengeschlossen. Hierzu gehören dann die Deutsche Telekom, Vodafone, 1&1 und viele weitere. Aber was ist dieses FTTX? Was ist FTTH? FTTX steht für Fiber to the X. Das X kann hierbei durch verschiedene Buchstaben ersetzt werden. Beispiele hierfür sind FTTP, FTTH, FTTB, FTTD, FTTR, FTTO und viele, viele weitere. Besonders interessant für uns sind aber FTTN, FTTC, FTTB und FTTH. Grundsätzlich lassen sich diese Arten des FTTX wirklich gut mit folgender Grafik beschreiben. Die verschiedenen Arten des FTTX unterscheiden sich vor allem dadurch, wie weit der Endpunkt zum Kunden verlagert wird. FTTN steht für Fiber to the Neighborhood oder Node. Das bedeutet, dass die Glasfaserleitung in einem Schaltschrank an der Straße endet. Allerdings kann das auch bedeuten, dass die Leitung kilometerweit vom Kunden entfernt aufhört und der restliche Weg mit Kupferkabeln beschritten wird. FTTC hingegen steht für Fiber to the Curb und bedeutet, dass die Glasfaserleitung meist in der Straße des Kunden gekappt wird und so nur noch der Weg vom Straßenverteiler ins Haus mit Kupfer verlegt ist. FTTB steht für Fiber to the Building. Hierbei wird die Glasfaserleitung bis in den Keller eines Mehrfamilienhauses gelegt und somit nur noch die Leitung in der Wohnung mit Kupfer installiert. Zunehmend an Bedeutung gewinnt als Ausbauform allerdings FTTH. FTTH steht für Fiber to the Home, was bedeutet, dass die Glasfaserleitung bis in die Wohnung des Kunden geht. Bei FTTH-Anschlüssen sind dann sogar Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gigabit möglich. Wir können uns also in Zukunft darauf einstellen, dass langsam aber sicher in ganz Deutschland für jeden Haushalt mindestens 100 Mbit verfügbar sind. Also sofern das die Leitungen in eurem Haus zulassen. Wenn ihr wissen wollt, wie so ein Glasfaserkabel eigentlich aufgebaut ist, dann könnt ihr euch gerne das Video zu diesem Thema auf unserem Kanal anschauen. Ich hoffe, dass ihr etwas lernen konntet. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, ob ihr schon mit Glasfaser oder noch mit Kupfer zu Hause versorgt seid. Wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst nicht zu bewerten und einen Kommentar zu hinterlassen und abonniert unseren Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst.